Frau Friegel, Sie sprachen von Ermutigung und ich hoffe ganz ehrlich, dass diese Ermutigung, von der Sie sprachen, nicht einseitig gemeint ist, sondern dass wir in einer offenen und kritischen Diskussion ergebnisoffen gute Ergebnisse erzielen, wertfrei, einfach zum Wohle unserer Schüler, wie Sie sagten, im Jahre 2030, 2040. Aber dennoch, wir sind als Partei haben wir natürlich unterschiedliche Ansichten und unsere Vorstellungen vom Bildungsland 2030 beginnen bereits mit höheren Anforderungen vom Übergang zum Gymnasium. Hier muss bereits der Grundstein gelegt werden für die Bekämpfung des Fachkräftemangels, den wir in Deutschland haben, was auch dem Minister immer wieder sagt, der in Sachsen auf uns zukommt. Denn die heutige Berufsausbildung stellt in den meisten Branchen hohe Anforderungen. Und wir brauchen in Sachsen schlaue Köpfe. Leistung ist wieder gefragt. Und ja, Leistung setzt Anstrengung voraus. Und wenn ich mir anschaue, mit welchen Punkten sich das Projekt Bildungsland 2030 befassen will, da kommt mir doch der ein oder andere Zweifel. Ich möchte Ihnen da gerne zwei Beispiele nennen. Die Hausaufgaben sollen hinterfragt werden. Da frage ich mich, muss der Unterrichtsstoff in Zukunft nicht mehr gefestigt werden? Die Schüler sollen Mitbestimmung beim Lehrplan erhalten. Da frage ich mich, werden schwierige Lerninhalte dann einfach abgewählt? Welcher Schüler weiß heute genau, was er im Leben an Wissen braucht, um erfolgreich durchs Leben zu gehen? Und es gehört auch zur Wahrheit, ja, wir haben in Sachsen ein sehr gutes Bildungsniveau. Das steht an erster Stelle in Deutschland. Aber das Bildungsniveau ist seit 1990 stetig gesunken. Werte Abgeordnete, lassen Sie mich kurz zur Berufsausbildung sprechen und an dieser Stelle Norbert Blüm zitieren, wenn ich darf. Es kann doch nicht der Sinn von Bildung sein, dass jeder Einsteins Relativitätstheorie erklären kann, aber keiner mehr einen tropfenden Wasserhahn reparieren kann. Und genau das ist hier bei uns in Sachsen passiert. Die Akademisierungspolitik der letzten Jahre hat aus dem Abitur als Studienbefähigung für viele leistungsschwache Abiturienten eine Zugangsberechtigung gemacht. Und das Ergebnis ist, wir haben 29% aller Studenten brechen ihr Studium ab. Wir haben rein rechnerisch in Sachsen rund 105.000 Studenten. Das wäre, rechnerisch wären das bei 30% Abbrecher, 30.000 zusätzliche Anwärter für die Lehre. Das wäre ein erster Schritt, den Fachkräftemangel hier in Sachsen in den nächsten Jahren, Jahrzehnten aktiv entgegenzuwirken. Hier wird wertvolles Potenzial, wertvolle Zeit und Steuermittel gehen uns hier an dieser Stelle verloren. Die Ressourcenvergeudung muss gestoppt werden. Als AfD haben wir im Landtag dazu zahlreiche gute Anträge eingebracht. Und obwohl Sie das immer anders sehen und alles ablehnen, können diese ja nicht so schlecht sein. Das zeigen uns immer wieder die positiven Äußerungen der Sachkundigen aus dem Wirtschaftsbereich, die wir in verschiedenen Anhörungen erfahren haben. Und, werte Abgeordnete, ich hatte das Glück, in den letzten Wochen bei einigen Ausschussreisen zu sein, nach Tschechien, nach Polen und nach Estland. Und mir ist mehrfach deutlich geworden, dass unsere östlichen Nachbarn viel innovativer, wirtschaftsfreundlicher und digitaler aufgestellt sind. Sachsen wird mit der Aufweichung der Leistungsanforderungen scheitern. Wir werden als Bildungsstandort weiter verlieren. Und Osteuropa, die vor 30 Jahren noch unter dem Kommunismus regiert worden sind, haben es uns innerhalb von 30 Jahren vorgemacht. Sie sind in vielen Bereichen weiter als wir. Osteuropa hat es uns gezeigt, die MINT-Fächer müssen wir wieder stärken, um die Ausbildung und das Studium nach den Bedürfnissen unserer Wirtschaft auszurichten. Denn wenn die Industrie keine Arbeitsplätze findet, dann wandert sie ab. Und wenn das Handwerk keine Nachfolger findet, dann tropft der Wasserhahn weiterhin. Der Leistungsgedanke, das sagte Rolf Weigand, der Leistungsgedanke, wie ich ihn in Tschechien, Polen, Estland erlebt habe, das ist der Schlüssel zur sozialen Marktwirtschaft. Das ist unser wirtschaftlicher Erfolg 2030, 2040 und darüber hinaus. Und das, werte Abgeordnete, nur das muss unser Anspruch sein. Aber was passiert hier in Sachsen? Was passiert hier? Was macht die grün getriebene CDU? Sie setzt auf unkontrollierte Massenzuwanderung und täuscht die Bürger, indem sie glauben machen will, dass Flüchtlinge unser Fachkräfteproblem lösen könnten. Und wer sich Bildungsland 2030 genau durchgelesen hat, wird das auch finden, dass es so kommuniziert wird. Aber wie sieht es hier aus? Unsere Schulklassen sind voll, die Lehrer fehlen, Unterricht fällt auf. Wichtig ist es, das sagt auch Rolf Weigand, wir müssen unsere eigene Tradition bewahren, wir müssen auf unsere Stärken eingehen und das heißt, es muss
Die Leute müssen in der Lage sein, Deutsch zu sprechen, lesen und zu schreiben. Das sind die Grundvoraussetzungen für eine gute Bildung. Und diese ganzen Antworten auf die Zukunft finden Sie in unseren wunderbaren AfD-Anträgen. Vielen Dank.